Die Polsat Studios in Warschau. Scheinwerferlicht für Osley Iglesias. Der 24-jährige Kubaner, der in Chemnitz lebt, bestreitet morgen Abend den zweiten Hauptkampf. Seine Lebensgeschichte, die Flucht beim Weltcup in Köln. Auch ein Thema im Interview bei Polsat. Und das ist sein Gegner, Rafael Sosa Pintos aus Salto in Uruguay. 1,75 Meter groß, 77 Profikämpfe, 61 Siege. Creo que sería buen oponente arriba del ring porque, como te dije, tiene buena experiencia, ha tenido muchas peleas profesionales y entonces quedar mejor. Also hat auf jeden Fall auf ersten Blick gesehen, dass er viel kleiner ist, aber er weiß ganz genau, dass er sehr viel Erfahrung zum Beispiel hat und er macht sich nicht vertraulich, sondern respektiert ihn und allgemein jeden Boxer. Und er denkt auf jeden Fall, es wird ein guter Kampf, ein spannender Kampf und ja, wir sind positiv. Osley Iglesias bestreitet seinen vierten Kampf als Profi. Bisher hat er stets durch K.O. gewonnen, in Runde 1 oder 2. Darauf hofft Freundin Lucy auch diesmal. Gewichtsprobleme kennt Osley nicht. Auch diesmal lief er locker über die Waage. Nicht das Gewicht zu erreichen war schwierig für mich, sondern das Training der letzten Wochen. Ich habe 77,7 Kilo gewogen, deutlich unter dem Limit. Und dennoch war die Erleichterung spürbar. Medizincheck, Gewicht, alles passt. Und auch Trainer Georg Bramowski ist plötzlich ganz entspannt. Keine harten Einheiten mehr. Muy positivo y muy concentrado en la pelea. Also ganz allgemein würden wir sagen, ist es eher die Mentalität, die morgen eine Rolle spielt. Trainieren wird er jetzt nicht wirklich mehr. So ein bisschen ist es eher mehr so, freie Gedanken zu haben, diszipliniert zu sein, positiv zu bleiben, damit wir morgen mit einem guten Gewissen, mit einem guten Kopf in den Kampf reingehen können, beziehungsweise er. Iglesias vierter Profikampf in Warschau. Er will sich nicht viel Zeit lassen auf dem Weg nach oben.